Fangen wir nochmal von vorne an. Glaubst du, sie taucht heute Abend auf? Ja, ich glaube, heute ist definitiv die Nacht der Nächte. Danke. Weißt du, es ist meine Schuld, dass sie ganz allein durch die Wälder irrt. Wenn du meinst, Manny. Bitte, komm. Erzähl mir alles über dein neues Mantelsystem. Sei nicht so überheblich, Kerl. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Achso, jetzt haben wir schon alles durch. Calaveras Café. Mädchen? Manny, hilf mir. Ich bin so lange herumgeirrt. Warum hast du nicht nach mir gesucht? Das habe ich. Du bist abgehauen. Warum? Weil du gesagt hast, ich sei nicht gut genug. Seit einem Jahr bin ich ganz allein. Und das ist alles nur deine Schuld. Alter! Da ist sie doch! Machst du das jetzt jedes Jahr, Manny? Willst du von jetzt an jedes Jahr zum Tag der Toten deine Gräten ins Wasser schmeißen und dich von ihr rausfischen lassen? So lange wollte ich eigentlich nicht mehr bleiben, Velasco. Sobald ich herausgefunden habe, wohin das Schiff fährt, bin ich weg. Der Pott fährt nach Puerto Zapato. Das liegt auf der anderen Seite der Welt. Es gehen keine anderen Schiffe in die Richtung, außer der alten Limbo hier, aber... Kein Aber. Wenn die Limbo meine einzige Hoffnung ist, dann bin ich schon so gut wie an Bord. Tja, dann viel Glück, Junge. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, aber das ist ja... Das ist ja genau das Schiff, was er eigentlich drauf wollte. Oh, ist das unheimlich hier unten. Ich will den Mond anschauen. Wie Knochen so bleich, schien der Mond auf den Deich. Und wir hatten uns beide so lieb. Das Glück ward uns hold. Und ich dachte nur, hups, als sie kopfüber aufs Meer hinaustrieb. Ja, wie krass ist das denn? Sprechen wir erstmal mit... Okay, da kommen wir nicht hin, mit dem können wir gleich noch reden. Nee, mit dem reden wir jetzt. Na gut, dann wäre ich ja bereit, in See zu stechen. Womit? Auf der Limbo, Mann. Auf geht's. Manny, Manny, Manny. Die Limbo ist kein Passagierdampfer. Sie ist ein kleiner Frachter, Söhnchen. Und jeder an Bord muss mit anpacken. Was ist denn das in der Flasche? Ein Schlepper? Das ist ein detailgetreues Modell der SS Lumbago. Ich habe nur Schwierigkeiten, den Ladebaum durch den Hals zu schieben. Siehst du? Das ist ja lustig. Und ich dachte immer, Leute mit Lumbago hätten Schwierigkeiten mit dem Rücken und nicht mit dem Hals. Schon gut. Dann arbeite ich. Was kannst du denn? Verkaufen und Restaurants führen. Nun, Moment. Ein Posten auf der Limbo ist noch frei. Ach. Ja, im Maschinenraum. Genau das Richtige für deinen Kumpel Glottis. Aber er braucht eigenes Werkzeug.
Okay. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, können wir dann in See stechen? Ja, eher schon. Nichts gegen dich, Manny, aber an Bord der Limbo ist einfach kein Platz für dich. Ihre Besatzung ist schon komplett. Da sie morgen früh ablegen, ist die ganze Crew sogar bereits an Bord. Alle, außer diesem einen Kerl. Wer ist denn noch nicht an Bord? Naja, Matrose Naranja ist etwas spät dran, aber er wird schon noch kommen. Welchen Job hat Naranja denn gemacht? Er arbeitete in der Kombüse. Aha, Restaurantmanagement. Ja, es ähnelt dem, was du machst. Allerdings ist der Fisch auf der Limbo frischer. Und wenn Naranja nicht kommt, kann ich dann für ihn einspringen? Manny, du bist nicht mal in der Seefahrergewerkschaft. Das wissen aber nur wir beide. Aber wir sind doch zwei Kerle, die etwas für sich behalten können, stimmt's? Glottis ist eine Ausnahme, aber der Kapitän wird deinen Ausweis sehen wollen. Und wenn du keinen hast, wirft man dich den Haien zum Fraß vor. Und was noch viel schlimmer ist, ich muss was in die Kaffeekasse zahlen. Die Gewerkschaft ist unerbittlich und ich werde mich nicht mit denen anlegen. Ach komm. Was für Werkzeug braucht Glottis denn? Ausschließlich authentische Seebienenausrüstung. Und woher kriege ich authentische Seebienenausrüstung? Warum fragst du nicht einfach eine von den Seebienen? Angst, gestochen zu werden? Was glaubst du, wo Naranja steckt? Wahrscheinlich zu Hause, um sich Rezepte für die Reise rauszuschreiben. Okay. Also nochmal zum Mitschreiben. Wenn ich Glottis Werkzeug besorge, dann kann ich ihn auf der Limbo unterbringen. Und wenn Matrose Naranja nicht auftaucht, was er allerdings wird, und ich einen Ausweis der Gewerkschaft habe, den du niemals kriegst, dann kann ich morgen früh mit der Limbo aufbrechen. Vermutlich schon. Ich gehe lieber schon mal packen. Ei, mach das, Söhnchen. Also, unser Ziel ist es jetzt, also Werkzeug zu kriegen. Boah, gehen wir mal da runter, oder? Da ist sie. Max Riesenkatzenrennbahn. Wie soll ein einfacher Kerl mit drei Roulette-Tischen da mithalten können? Was will ich vor allem da? Was ist jetzt da drinnen? Sieht schmerzhaft aus. Oh, nicht jetzt, Manny. Ich bin mit einer Rancher beschäftigt. Leer. Ja, ich muss daran denken, noch mehr flüssigen Stickstoff aus dem Leichenschauhaus zu besorgen. Flüssiger Stickstoff? Friert die Knochen ein, dann tut's nicht so weh. Hey, klingt gut. Es könnte was davon gebrauchen. Du hast genug Schmerzmittel in deiner Flasche. Also sei ruhig und halt still. Also den müssen wir nachher noch ausschalten, okay? Der ist beim Tätowierer, das wissen wir jetzt ja. Müssen wir halt diese Bienen suchen, dann müssen wir. Dann müssen wir das von denen das Werkzeug da irgendwie bekommen. Boah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dann gehen wir mal da lang. Blue. Was? Geht es direkt da rein? Was ist da hinten? Okay. Ich glaube, hier will ich noch nicht hin. Da
Aber cool, eine Zwischensequenz untergebracht, das Ganze. Nein! Alter! Das ist doch nicht wahr! Hoch runter, hoch runter, hoch runter. Gehen wir halt mal da rein. Lola? Was machst du denn hier? Die Leute hier haben nicht viel für Fotos übrig. Es sei denn, sie sind von Lenin. Ich liege auf der Lauer, Manny. Ich werde Maximino ein für alle Mal beweisen, dass Olivia ein falsches Spiel mit ihm treibt. Du hängst immer noch an Max, was? Hör auf meinen Rat, Engelchen. Vergiss ihn. Er ist ein Gangster und Spieler. So wie du? Oh, das tut weh, Baby. Psst, da kommen sie. Komm, Süße. Ein Küsschen zum Abschied. Oh, shit. Enttäusch mich nicht, Nick. Du bist Anwalt. Du solltest keine Gefühle haben. Habe ich auch nicht. Ich habe nur ein Gespür für gute Fälle. Hey, wenn Maximino das sieht, landen wir beide in Terrakotta-Übertöpfen. Sei nicht albern. Er würde mir nichts tun. Er liebt mich. Manny, endlich sind wir allein. Und? Wie geht's der Bourgeoisie? Prima. Wie geht's Max? Oh, fang bloß nicht damit an. Okay. Wir sehen uns, du coole Braut. Nicht pennen. Arbeite an deinem Slang, Mann. Bald hast du's raus. Hi, wie heißt du? Hi, wie heißt du? Hi, wie heißt du? Das sind aber auch nicht diese komischen Bienen. Dann gehen wir halt mal dahin. Ah. Ganz schön kalt heute, was, Terry? Ja, es ist immer kalt, wenn man arbeitslos ist, Manny. Wieso arbeitslos? Ihr seid doch in der Gewerkschaft. Gewerkschaft? Ha, die kümmern sich doch nicht um die kleinen Fische. Die werden doch von der Bullerei gesteuert. Und gerade du solltest das wissen, Manny, dass die Bullen mit den Spielhöllen unter einer Decke stecken. Okay. Hey, ich führe einen seriösen Laden. Alles völlig legal. Und was ist mit dem Schutzgeld? Wir zahlen jede Woche pünktlich und in Bar, wie sich das bei einem seriösen Club gehört. Siehst du, was ich meine? Diese Stadt besteht aus einem einzigen Haufen von Verbrechern, die alle lachen, tanzen und sich gegenseitig das Geld zuschieben. Warum arbeitet ihr Jungs nicht da oben? Du weißt wohl nicht, wie das hier in den Docks abläuft, was, Manny? Wenn du an die Jobs willst, musst du einen extra Beitrag zahlen. Und der ist nicht gerade billig. Wir zahlen nicht. Also stellen sie uns kalt. Ist es da nicht einfacher zu bezahlen? Wir haben auch unseren Stolz, Manny. Wir sind ehrbare Insekten, verstehst du? Ganz zu schweigen davon, dass man kein Bares übrig hat, wenn man arbeitslos ist. Es ist wie ein Problem, bei dem die Lösung, das Problem schlimmer macht. Wie eine Aporie? Wow. So Wörter möchte ich auch mal kennen. Wenn die Gewerkschaftsbosse korrupt sind, warum zeigt ihr sie dann nicht an? Der war gut, Manny. Habt ihr das gehört, Jungs? Er meint, wir sollen eine Beschwerde einreichen. Ihr Bienen werdet ausgebeutet. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Was können wir schon tun? Wir sind bloß eine Handvoll unorganisierter Drohnen. Wir sind ja nur dumme Insekten. Mit uns kann man's ja machen.